Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Spielejahr 2019 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und es ist jetzt also etwas über ein Jahr her, dass Nvidia bei der Vorstellung der neuesten Grafikkarten überraschend was Neues gewagt hat. Zum einen haben sie natürlich einen Buchstaben ausgetauscht, aus GTX wurde RTX, aber sie haben diesmal nicht einfach nur die nächste, noch stärkere Grafikkarte vorgestellt, sondern tatsächlich mal wieder eine neue Technologie eingeführt, die Videospielgrafik zukünftig noch besser machen kann. Anfangs hielt sich die Begeisterung bei vielen aber noch in Grenzen, muss man ganz ehrlich sagen, was wahrscheinlich auch einfach daran lag, dass es zwar dann die neuen Grafikkarten gab, aber einfach so gut wie gar keine Spiele, die das Ganze mal irgendwie in die Realität greifbar und erlebbar machen würden. Und ich muss sagen, das ist eigentlich schade, weil dadurch haben es viele erstmal beiseite getan, es gab Memes und was nicht alles, aber ich bin mir sicher, Raytracing bleibt und wird wahrscheinlich zukünftig immer gut aussehender, ausgereifter und auf lange Zeit wahrscheinlich zum Standard. Die Vorstellung der ersten RTX-Grafikkarten ist jetzt etwas über ein Jahr her und inzwischen sieht es spieletechnisch deutlich besser aus. Da haben wir einerseits aktuelle Spiele, wie zum Beispiel das aktuelle Call of Duty, wo es besonders realistische Schatten gibt, Battlefield 5, Tomb Raider, Metro, Minecraft, aber auch einige zukünftige Spiele, auf die ich mich teilweise sehr, sehr freue, nämlich zum Beispiel das neue Watch Dogs Legion und natürlich Cyberpunk 2077, wahrscheinlich das gehypteste Spiel nächstes Jahr, werden RTX mitbringen. Gerade für grafikgeladene Story-Blockbuster ist Raytracing wirklich ein Augenschmaus. Und insofern schauen wir uns das Ganze heute mal gemeinsam an. Was ist RTX jetzt eigentlich und was bringt das? Braucht man das? Ich würde sagen, los geht's. Dieses Video wird freundlicherweise unterstützt von Gigabyte Aorus und Nvidia, die mir für das Video eine ihrer noch ziemlich neuen Grafikkarten zugeschickt haben, eine Aorus GeForce RTX 2080 Super Gaming OC. Ei, diese Namen werden auch immer länger, ne? Ich habe ein wenig ein Déjà-vu, weil vor nicht allzu langer Zeit habe ich euch bereits den kleineren Bruder hiervon vorgestellt, nämlich die Gigabyte Aorus RTX 2070 Super Gaming OC. Danach gibt es nur noch die 2080 Ti, insofern das Gerät hier hat richtig Power. Ist von Haus aus auch nochmal übertaktet für mehr Spieleleistung und ganz generell kann ich aktuell Gigabyte-Karten auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen. So oder so schauen wir uns das Ganze natürlich völlig neutral an. Ich sage dazu frei meine Meinung, wie ihr es ja auch von mir erwartet und gewohnt seid. Aktuell laufen auch noch zwei ziemlich nice Aktionen, auf die ich am Ende nochmal genauer eingehe. Insofern dranbleiben lohnt sich. Aber was ist jetzt eigentlich RTX bzw. Raytracing? Beim sogenannten Raytracing geht es darum, Licht in einem dreidimensionalen Raum zu berechnen, und zwar möglichst so, wie es auch in der Realität passieren würde. Wenn ich jetzt eine Lampe anmachen würde, oder zum Beispiel da hinten steht eine Lampe, die sendet ja erstmal ganz, ganz viele, quasi unendlich Lichtstrahlen in alle Richtungen. Die treffen dann auf Wände und auf Gegenstände, werden wieder zurückgeworfen und springen quasi hundertfach durch den Raum, reflektieren, werfen Schatten und so weiter. Das Ganze in Echtzeit mit einem Computer zu berechnen, wäre sehr, sehr aufwendig. Und deswegen wird es beim Raytracing quasi andersrum berechnet. Wir berechnen nicht, wie das Licht von der Lampe sich verteilt, sondern wir berechnen eigentlich nur die Lichtstrahlen, die von der Lampe dann irgendwann über verschiedene Umwege in meinem Auge landen, beziehungsweise im Videospiel auf einem virtuellen Auge landen. Ich verfolge also quasi, wo dieser eine Ray, der in mein Auge trifft, gerade herkommt, von welchen Oberflächen der zurückgeworfen wurde, bis zurück zur Lichtquelle. Statt von der Lampe zur Wand und dann in mein Auge. Damit kann ich mir nämlich eine ganze Menge Berechnungen sparen, die gar nicht auf mein Auge treffen, beziehungsweise im Videospiel auf mein virtuelles Auge oder auf den Bildschirm. Bisher wurden in Videospielen Licht und Schatten meistens durch sogenannte Rasterisierung berechnet. Wenn wir da jetzt auch noch detailliert drauf eingehen, dann wird das Ganze wahrscheinlich zu kompliziert. Aber Raytracing, wie ich es gerade erklärt habe, ist jedenfalls in Videospielen noch recht neu und sorgt im Endeffekt für deutlich realistischere und natürlichere Schatten, Reflexionen, Spiegelungen und Beleuchtung. Aber die Technik an sich ist gar nicht neu. Das gibt es nämlich zum Beispiel auch schon in Filmen, in CGI-Filmen schon seit vielen Jahren. Der entscheidende Unterschied dabei ist aber, wenn ich eine Filmsequenz erstelle, dann kann ich das Bild stundenlang oder wochenlang durchrendern lassen. Aber in Videospielen muss das Ganze in Echtzeit passieren und am besten noch mit 60 Bildern pro Sekunde oder noch mehr. Und dafür braucht man einfach eine Rechenleistung, die es so bisher nicht gab. Das Ganze hat sich dann geändert, als Nvidia die ersten RTX-Karten vorgestellt hat, weil die haben nämlich weitere zusätzliche Recheneinheiten, sogenannte Tensor-Cores und Raytracing-Cores, die dann ausschließlich die Berechnung von Echtzeit-Raytracing und DLSS übernehmen. Jetzt sagt ihr, was ist denn schon wieder DLSS? Lass mich doch in Ruhe mit deinem Technikkram. DLSS steht für Deep Learning Super Sampling. Das ist eine weitere RTX-Technologie, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Framerate in Videospielen verbessern kann. Spezifisch für ein bestimmtes Spiel entwickelt Nvidia da mit Hilfe von KI eine Kantenglättung, die einerseits sehr gut aussieht und andererseits weniger Leistung verbraucht als klassische Kantenglättung. Und für dieses DLSS, Deep Learning Super Sampling, sind eben die Tensor Cores zuständig und das Echtzeit-Raytracing übernehmen die Raytracing Cores oder auch RT Cores. Damit ist es erstmals möglich geworden, Raytracing auch in Videospielen in Echtzeit zu nutzen. Und das Ganze ist natürlich sehr, sehr technisch. Ihr
Wahrscheinlich habe ich es selber auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Aber was müssen wir wissen? Es bringt uns in Videospielen realistischere Schatten, Beleuchtung und so weiter. Ganz allgemein kann man sagen, mit RTX On wirken Spiele nochmal natürlicher. Es ist alles einfach so, wie man es in der Realität erwarten würde. Und deswegen fällt es einem vielleicht gar nicht so krass auf. Und genau das ist es, was man will, weil dadurch das Spiel noch natürlicher und realistischer daherkommt. Aber ich würde sagen, genug des technischen Geredes. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal wirklich jetzt in Spielen an. Um loszulegen, brauchen wir natürlich eine RTX-Grafikkarte, wie zum Beispiel hier so eine 2080 Super von Gigabyte. Die bauen wir in unseren Computer ein, laden uns am besten noch die neuesten Treiber von Nvidia herunter und dann kann es auch schon losgehen. Ein Spiel, das viele dieser neuen Technologien sehr eindrucksvoll nutzt, ist Control. Das ist im August erschienen von Remedy. Und das Spiel hat eigentlich das volle Programm, Raytracing, DLSS, alles mit dabei. Das Spiel sieht auch im Normalzustand wirklich schon sehr schick aus, keine Frage. Aber wenn wir dann in die Settings gehen und die ganzen Raytracing-Funktionen zuschalten und dann hier oben noch DLSS aktivieren, dann entfaltet das Spiel eigentlich sein ganzes Potenzial. Das erste Raytracing-Feature in Control sind sogenannte Raytracing-Spiegelungen. Schauen wir uns erstmal ganz kurz die Spiegelungen komplett ohne Raytracing an und dafür achtet ihr bitte auf diese Bodenfläche da vorne. Hier spiegelt sich zum Beispiel die dahinterliegende Wand mit der Flagge und der Fensterfront und den Lampen. Eine ganz typische Eigenschaft der herkömmlichen Methode der Rasterisierung ist die, dass sich Gegenstände nur dann spiegeln, wenn sie auch im Bild zu sehen sind. Aktuell können wir die Wand dort hinten sehen und insofern spiegelt sie sich natürlich auch in der Bodenfläche. Wenn wir aber jetzt unsere Kamera nach unten bewegen, dann sehen wir plötzlich, dass die Spiegelung verschwindet. Wir gucken wieder hoch, sie ist wieder da. Wir gucken runter, sie geht wieder weg. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für das kleine grüne Licht da oben über der Tür. Aktuell spiegelt es sich im Boden, weil wir das Licht sehen können. Sobald das Licht nicht mehr im Bild ist, verschwindet auch die Spiegelung auf der Bodenfläche. Wir schalten also das erste Raytracing-Feature zu, nämlich die Spiegelungen. Erstens sieht man natürlich sofort, dass mit RTX On die Reflexion im Boden nochmal deutlich detailreicher und knackiger ist. Aber was noch viel schöner ist, wenn wir jetzt unsere Kamera nach unten bewegen und die Wand aus dem sichtbaren Bildbereich verschwindet, heißt das nicht, dass deswegen plötzlich die Reflexion im Boden auch verschwindet. Wir erinnern uns, wir verfolgen die Lichtstrahlen von unserem Betrachtungswinkel aus zurück zur Lichtquelle. Die Lichtquelle ist eben jetzt gerade die reflektierende Wand da hinten. Und deswegen können wir mit Raytracing die Reflexion auch weiterhin sehen, auch wenn die Wand nicht mehr sichtbar ist. Und dasselbe gilt natürlich auch für den grünen Punkt über der Tür. Egal ob im sichtbaren Bereich oder nicht, er wird vom Boden reflektiert. Außerdem gibt es im Control aber noch eine weitere Einstellung für Spiegelungen, nämlich bei lichtdurchlässigem Material, wie zum Beispiel Glasscheiben. Die Glasscheibe spiegelt das Licht zwar auch, genau wie der Boden gerade eben, lässt es aber auch hindurch und zeigt uns, was hinter ihr liegt. Nehmen wir zum Beispiel diese Scheibenfront hier, wir können zwar aktuell hindurch gucken, wir sehen also, was sich im Raum dahinter befindet, aber was befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite? Das sehen wir nicht, denn wir haben keine wirkliche Spiegelung in der Fensterscheibe. Das heißt, das, was gegenüber der Scheibe liegt, das erkennen wir eigentlich aktuell gar nicht. Jetzt schalten wir die transparenten Raytracing-Spiegelungen hinzu und zack, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere von euch, das ist doch keine große Sache, aber doch, genau das ist es. Diese Doppelfunktionalität. Wir können ganz genau und detailreich sehen, was hinter uns liegt, obwohl wir nicht hingucken und können trotzdem weiterhin durch die Scheibe durchgucken und das ist so viel näher an die Realität. Es wirkt vielleicht recht simpel, ist aber ein riesen revolutionärer Schritt im Bereich Spiegelungen und Reflexion und ich finde es wahnsinnig faszinierend. Denn so wie auf der linken Seite war man es eben jetzt jahrelang auch in Spielen gewöhnt und wenn man es jetzt im direkten Vergleich sieht, dann wirkt das Ganze doch ziemlich altbacken und langweilig und die rechte Seite deutlich näher an die Realität. Wie sich eben auch Licht und Glasscheiben etc. in der echten Welt verhalten. Als nächstes Feature haben wir in Control die sogenannte indirekte Raytracing-Beleuchtung oder auch Raytraced Indirect Diffuse Lighting. Dieses viel zu kompliziert klingende Feature bezieht sich darauf, wie Licht von nicht glänzenden Objekten zurückgeworfen wird. Die Glasscheiben und der hochglanzpolierte Boden spiegeln das Licht ja relativ stark, aber auch relativ matte Oberflächen wie eine Wand oder andere Gegenstände werfen natürlich Licht zurück. Und durch die Berechnung dieses zurückgeworfenen Lichts von nicht glänzenden Oberflächen mit Hilfe von Raytracing haben wir nochmal eine natürlichere Beleuchtung und Schattierung. Als viertes gibt es dann noch die Raytracing-Kontaktschatten oder auch Raytraced Contact Shadows. Die sorgen einfach nochmal für höhere Schattendetails und Genauigkeit. Alles, was Schatten angeht, wirkt einfach nochmal ein bisschen stimmiger. Und das sieht man zum Beispiel hier bei diesen ganzen kleinen Postfächern im Hintergrund. So sieht das Ganze ohne aus. Und wenn wir die Raytracing-Kontaktschatten hinzuschalten, sieht das Ganze so aus. Die Schatten sind einfach weicher, stimmiger. Das wirkt für sich genommen einzeln betrachtet vielleicht jetzt nicht wie ein wahnsinnig krasser Unterschied oder wie ein wahnsinnig krasses Feature, aber wenn man eben alles zusammen aktiviert, dann ergibt das doch ein sehr, sehr stimmiges Gesamtbild, würde ich sagen.
Und zu guter Letzt haben wir noch ein kleines Feature, was wahrscheinlich am wenigsten Einfluss hat, Raytracing Schutt. Da geht es einfach darum, dass auch kleine Trümmerteile und Schutt und so weiter im Raytracing einbezogen werden. Das heißt, auch die spiegeln sich, werfen Kontaktschatten und werden indirekt beleuchtet etc. Das kostet natürlich nochmal mehr Leistung, aber wenn man möchte, macht es das Ganze nochmal ein bisschen schöner. Ist aber jetzt, denke ich mal, kein allzu wichtiger Punkt. Wenn man alle 5 Raytracing-Features aktiviert, sieht Control auf jeden Fall richtig nice aus. Zeigt einem auch jetzt schon sehr eindrucksvoll, was Raytracing eigentlich kann. Besonders beeindruckend tun mich tatsächlich die Reflexionen und Spiegelungen. Die habe ich so noch in keinem Spiel gesehen. Aber auch die indirekte Beleuchtung und die Schatten etc. sorgen für ein sehr, sehr stimmiges Gesamtbild. Das zeigt auf jeden Fall, was Raytracing jetzt schon kann und macht definitiv Lust auf die Zukunft, denn noch ist Raytracing ja doch relativ neu und ich bin sehr gespannt, was wir da die kommenden Jahre noch an Grafikwundern erleben können. Ich muss sagen, jetzt nach etwas über einem Jahr und nachdem ich mich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt habe, beeindruckt mich RTX auf jeden Fall schon sehr. Und auch wenn der Start vielleicht ein bisschen holprig war, weil die Karten nicht überall verfügbar waren, weil es noch kaum Spiele gab, wo man sich das Ganze anschauen konnte, bin ich mir sicher, RTX bleibt. So Sachen wie Licht und Schatten und Reflektionen haben ja auch einen immensen Anteil an einer realistischen Spielegrafik und sehen damit jetzt einfach so gut aus wie nie zuvor. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, wie toll das jetzt in Spielen aussehen kann, vielleicht fühlt es sich dann irgendwann komisch an, wenn man Spiele spielt, die diese Technologien nicht benutzen. Natürlich kostet das Zuschalten der Raytracing-Funktionen auch Leistung, aber wenn man eine leistungsstarke Grafikkarte hat, wie zum Beispiel die 2070 Super von Gigabyte, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, oder hier so eine RTX 2080 Super sogar, dann ist das auf jeden Fall alles gar kein Problem und auch mit Raytracing-Funktionen sehr schön flüssig spielbar. Mich würde jetzt noch interessieren, was ist eure Meinung dazu? Wie gefallen euch diese neuen Technologien und Möglichkeiten, was die Grafik in Videospielen angeht? Findet ihr das cool? Wäre das was für euch? Denn wenn es was für euch wäre, dann gibt es noch 2 sehr nice Aktionen, die aktuell noch laufen. Zum einen gibt es beim Kauf von Gigabyte Oros Produkten aktuell noch bis zu 30 Euro Steam-Guthaben dazu. Link dazu in der Videobeschreibung. Und zusätzlich läuft noch bis Ende des Jahres eine Gewinnaktion von Gigabyte Oros und Nvidia, wo ihr eine von 5 Gigabyte GeForce RTX 2060 Super gewinnen könnt. Wer also sagt, ist alles geil, aber mir fehlt noch die Grafikkarte, der kann natürlich entweder selber sich eine kaufen und den Steam-Deal mitnehmen oder vielleicht habt ihr ja sogar Glück und gewinnt eine. Das wäre natürlich nochmal ein besonders schönes nachträgliches Weihnachtsgeschenk, kann ich mir vorstellen. Und insofern wünsche ich natürlich allen von euch, die da mitmachen, ganz viel Erfolg. Damit bin ich für heute durch. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick und Rückblick, was RTX angeht, gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es noch Fragen gibt oder Feedback oder ihr seid absoluter Experte auf dem Thema und es gibt irgendwas zu korrigieren, was ich vielleicht noch nicht ganz verstanden habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.